What's up, what's up, what's up, Leute, und herzlich willkommen auf dem BYOB Team Call. Ja, ich freue mich extrem, hier heute diesen Call aufmachen zu dürfen und diesen Mentorship Call, den wir hier heute haben, wirklich zu eröffnen. Und ich möchte auch da nicht so viel Zeit vorwegnehmen. Ja, ich sehe gerade, wir haben auf jeden Fall einige Teilnehmer, aber ich weiß, es fehlen auch noch einige Leute. Das heißt, wenn du jetzt auch gerade siehst, dass irgendeiner deiner Buddies, dein Trading Buddy gerade fehlt, ja, einer aus deinem Team im Endeffekt noch fehlt, geh die Teilnehmerliste gerne durch und ruf die an, weil glaub mir, diesen Call will keiner verpassen, weil ich weiß ganz genau, ich arbeite mit der Person, die jetzt gleich diesen Mentorship-Call macht, ja, seit über 3 Jahren zusammen, und ich weiß, was für eine Person of Value er ist. Ich weiß, was ich von ihm auch alles lernen durfte und warum ich heute auch so bin, wie ich bin, warum ich die Erfolge erzielt habe, die ich erzielt habe, war auch einem großen Teil ihm einfach zu verdanken. Auch wenn er Teil meines Teams ist, auch wenn er im Endeffekt ein Leader in meiner Organisation ist, war er für mich immer wieder eine der größten Inspirationen auf meinem kompletten Weg. Ja, seine Work Ethic ist unglaublich, den Value, den er in sich trägt, ist unglaublich. Ja, dann, wenn er kaputt ist, wenn er müde ist, ja, wenn die Calls nachts irgendwann durch sind, setzt er sich noch hin, guckt sich den nächsten Mentorship an, setzt er sich noch hin, guckt noch die nächste Go Live. Ja, so diese Ambition, wie wir es jetzt gerade auch in dem Song hatten, ja, diese Ambition, die er im Endeffekt durch seinen Venen fließen hat, die Ambition, die er im Endeffekt einfach in sich drin hat, um einfach wieder jeden Tag ein Stück besser zu werden, um das Business aufs nächste Level zu bringen, um die Leute in seinem Team voranzubringen, das ist crazy, das ist insane. Und deswegen, das, was er im Endeffekt an Wissen angesammelt hat, ist im Endeffekt eine Ansteuerung von den letzten 3 Jahren, vom konstanten Weiterentwickeln, ja, konstant, jeden einzelnen Tag hat er an sich gearbeitet, um die Person zu sein, die er heute ist, und ich weiß, er ist aber auch noch lange nicht an dem Ziel, wo er gerne hin möchte, ja, wir machen uns gerade erst warm, aber trotzdem ist es crazy, ja, ich weiß, so viele Leute sind hier in diesem Call drin und wünschten sich, an dem Punkt zu stehen, wo er gerade steht, ja, P5000, er hat eine Organisation von knapp 350 Leuten, plus er ist Fremdkapitaltrader. Das heißt, jeder Einzelne, egal was du hier gerade machst, so, er sollte definitiv einer deiner Vorbilder sein, einer definitiv deiner Mentoren sein, der dir helfen kann, auf das nächste Level zu kommen, der dich im Endeffekt heute weiterbringen kann. Deswegen sei aufmerksam, ja, nimm Block und Stift raus, geh wieder komplett in diesen Student-Mode rein, ja, geh in diesen Modus rein, ich weiß gar nichts und ich schreibe jetzt alles mit und noch mehr, was nur geht, um wirklich jetzt hier den vollen Value mitnehmen zu können. Okay, deswegen, ich würde sagen, Leute, drop gerne mal Flammen, Herzen, Einsen, alles in den Chat rein, macht einmal noch mal richtig Welle für unseren lieben P5K-Leader, ja, Finn Heiken. Let's get it, Finn, the stage is yours. Let's go, man! Was geht ab? Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut, man. Hey, Leander, ich danke dir so unfassbar für diese Worte gerade. Und, Bro, ich kann das Ganze nur an dich zurückgeben, Bro, weil ich sag dir ehrlich, ohne dich wäre niemand hier auf diesem Call am Start, weil, boah, ich schwör's dir, so deine Entwicklung habe ich auch in den letzten 3,5 Jahren gesehen und das Next Level, Mann. So, ich weiß noch, Leander, damals, als ich ihn kennengelernt habe, er war P1000. Wir waren broke as a joke, sind wir nach Wien geflogen mit dem letzten Cent, was wir auf dem Bankkonto hatten. Ja, und vom Rank gedroppt, weitergemacht, immer mehr Leader aufgebaut. Und deswegen ist er die Person, die er heute ist. Deswegen ist er die Person, die ich jeden Tag 2-3 Mal anrufe und ihn immer noch jeden einzelnen Tag nerve, weil ich ganz genau weiß, dass er die Antworten hat. Ja, dass er, egal welche Frage ich ihm stelle, er hat immer die Antwort. Und das ist extrem kraftvoll, finde ich, an ihn. Deswegen, Bro, Leander, ich danke dir für alles. Und ich kann das Ganze nur an dich zurückgeben. Und ja, Mann, ich habe Bock auf diesen Call. Ja, 155 Leute hier auf diesem Call. Am Mittwoch, Primetime, Blockbuster-Time, sage ich immer so schön. Und ich will diesen Call mit 2 Fragen starten, okay? Und zwar Frage Nummer 1. Guck mal, wenn dein Leben heute vorbei wäre, stell dir selber die Frage, wenn dein Leben heute vorbei wäre, wäre dein Leben trotzdem voller Freude gewesen? Ja, wäre dein Leben trotzdem voller Freude gewesen? Das ist Frage Nummer 1. Weil ich denke, wenn wir nicht voller Freude sind, wenn wir nicht glücklich sind, so, wir können gar keinen Erfolg in unser Leben attracten. Ja, wenn wir gar nicht in unser Zone sind, wisst ihr? Deswegen frag dich selber, wenn du heute dein letzter Tag wäre, so wäre dein Leben voller Freude gewesen. Und wenn nicht, dann überleg, was du morgen anders machen kannst, damit es das ist. Ja, damit du Freude in deinem Leben attractest, dass du Freude, dass du Glück in deinem Leben hast. Und das sind manchmal die kleinen Dinge. Ja, es sind manchmal die kleinen Dinge, die du vielleicht verändern musst, sodass du vielleicht eine Morgenroutine dir aneignest. Ja, dass du vielleicht
keine Ahnung, deiner Mom irgendwas Gutes mal wieder tust oder sowas. Und das ist nämlich auch die zweite Frage. Wenn dein Leben heute vorbei wäre, wie hast du dafür gesorgt oder hast du dafür gesorgt, dass Freude im Leben von anderen Leuten entstanden ist? Ja, erstens, was hast du gemacht damit, oder war in deinem Leben Freude? Und was hast du gemacht, damit im Leben von anderen Leuten Freude entstanden ist? Weil am Ende des Tages, glaube ich, ist die Währung des Lebens ist geben. Ja, oder der Sinn des Lebens ist geben. Das habe ich damals auch von Leander gelernt. Ja, weil es ist so krass. So, wenn du mehr gibst, wirst du automatisch auch mehr bekommen. Ich weiß nicht, wieso es so ist, aber wenn du mehr gibst, Zeit, Energie, Geld, wenn du anderen Leuten hilfst, du wirst automatisch wieder mehr zurückbekommen. So, warum ist Leander kurz vor Chairman 10? Weil er dieses Gesetz verstanden hat. Er hat dieses ungeschriebene Gesetz verstanden. So, egal wie viel Uhr es ist 4 Uhr nachts, Leander viel tief am Pennen, rufst ihn an, boom, er ist ready, er würde eine Präsi machen. Ja, das ist die Sache. Und deswegen, so fangt an, mehr zu geben. Fangt an, einfach mehr zu geben, sei es Geld, sei es Energie, sei es Zeit, den Leuten, die euch wichtig sind, euren Teampartnern, gebt diesen Leuten mehr. Gebt diesen Leuten mehr Aufmerksamkeit und automatisch werdet ihr viel mehr in euer Leben attracten, okay? Das ist einfach extrem wichtig. Und guck mal, der erste Punkt, worüber ich reden möchte, ist das Thema Belief. Er ist das Thema Belief und ich weiß, dass viele Leute die Schnauze voll haben vom Belief und so weiter und so fort. Aber der Grund, warum du noch nicht auf dem nächsten Rank bist, ist einfach, weil du noch kein Belief hast, dass du es wert bist. Der Grund, warum du noch nicht dein Fremdkapitalkonto geknackt hast, ist einfach der Grund, weil du noch nicht daran glaubst, dass du es schaffst. Ja, weil es ist so wichtig. Guck mal, beides, Angst und Glaube. Angst und Glaube, Fear and Faith. Beides existiert nur in unserer Vergangenheit, in unserer Vorstellungskraft. Ja, die Angst davor, dass jemand quittet. Die Angst davor, dass du einen Fehler machst. Die Angst davor, dass du es nicht schaffst. Die Angst davor, dass du einen Stopploss kassierst, dass ein Teampartner quittet, dass jemand Nein sagt, dass du Hate bekommst. Das existiert doch alles nur in deiner Fantasie. Aber genauso auch der Glaube. Guck mal, der Glaube daran, dass du schaffst, der Glaube daran, dass du einen Take-Profit, einen Teampartner startest, das ist auch in deiner Fantasie. Und deswegen, guck mal, wir Menschen, wir haben doch die Möglichkeit, wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir uns mehr auf die Angst oder mehr auf den Glaube fokussieren. Oder mehr auf den Glaube fokussieren. Und deswegen kann ich dir einfach nur empfehlen, put the stake in the ground. Ja, mach die Entscheidung oder triff die Entscheidung heute, dich mehr auf das Positive zu fokussieren. Dich mehr auf den Glauben zu fokussieren, dass du schaffen kannst. Weil ich denke mir immer so, wenn Alex Morton, Matt Rosa, Leander, Marvin, Ali, Sophie, wenn die das geschafft haben, warum schaffe ich das nicht? Ja, wenn sie es geschafft haben, wenn Mike es schafft, solche Profits zu machen, warum nicht ich? Das ist doch auch nur ein Mensch. Er ist doch auch nur ein Mensch, der sich vielleicht ein bisschen mehr den Arsch aufgerissen hat. Und deswegen fang an dich zu glauben, weil es ist so unfassbar wichtig, dass du deine Glaubenssätze veränderst. Und das veränderst du, indem du einfach dich mit den richtigen Menschen umgibst. Indem du einfach die kleinen Sachen jeden einzelnen Tag tust, weil es gibt zwei Möglichkeiten, Selbstvertrauen aufzubauen. Ich rede ziemlich häufig darüber. Die erste Möglichkeit ist, dass du die Versprechen, die du dir selber gibst, einfach mal einhältst. Ja, dass du die Entscheidung, die du triffst, auch einfach mal durchziehst. Ja, das heißt, wenn du dir heute sagst, okay, ey, mein Ziel ist es, P600 zu gehen, dann fragst du dich, was musst du dafür tun? Ja, dann brichst du dir darunter, was musst du dafür tun? Und da steht wahrscheinlich drin in dem Plan, dass du jeden Tag prospekten musst. Ja, dass du jeden Tag posten musst. Und das Problem, was aber die meisten Leute haben, sie setzen sich das Ziel, okay, ich will in 2 Monaten den P600 hitten. Und dann kommt ein Rückschlag, dann kommt ein Nein. Ja, dann kommt ein Nein oder jemand wollte eigentlich starten, aber startet doch nicht oder jemand quittet. Und auf einmal, was passiert? Ah, heute habe ich es vergessen zu prospekten. Heute habe ich es vergessen zu posten. Wie willst du Selbstvertrauen aufbauen, wenn du dich von so einem kleinen Rückschlag schon aufhalten lässt? Genau das gleiche so. Ich sehe es immer wieder. Leute sagen zu mir, hey, ich habe Bock, in Zagreb auf der Bühne zu stehen. Letztens erst wieder erlebt. Ich habe Bock, in Zagreb auf der Bühne zu stehen. Ich will vor 10, 20.000 Menschen am Start sein. Und wir fangen an zu launchen. Wir machen die ersten Gespräche. Wir machen die ersten Präsentationen, die ersten Meetings. Und dann kommen auf einmal zwei Neins. Die ersten zwei Leute starten nicht. Und auf einmal sehe ich die gleiche Person, die mir noch eine Woche vorher gesagt hat, ey, ich habe Bock, auf der Bühne zu stehen. Ich fokussiere mich jetzt nur noch auf Trading. Immer wieder das Gleiche. Wie willst du erwarten, im Trading erfolgreich zu sein, wenn du es nicht mal schaffst, mit zwei Neins umzugehen? Das funktioniert nicht. Du hast nicht den Belief an dich selber. So, deswegen fang doch erstmal daran, wenn du dir ein Versprechen gibst, dass du dieses Versprechen einhältst.
Ja, es ist das Gleiche auch im Trading. Du setzt dir das Ziel, ich will in 2 Monaten FDMO haben. So, dann kommen 2, 3 Stop-Losses und dann wechselst du die Strategie. Nur weil du 2, 3 Stop-Losses kassiert hast. Wie willst du erwarten, dass du in 2 Monaten FDMO hast, wenn es nicht funktioniert? Ja, deswegen halt doch einfach mal die Versprechen ein, die Ziele, die du dir gibst. Sonst brauchst du dich nicht wundern. So, du wirst nirgendwo erfolgreich werden. Ja, deswegen realisier das Ganze mal. Der zweite Punkt, wie du Selbstbewusstsein aufbaust, ist einfach, indem du mal in die Action gehst. Hör auf, so viel darüber nachzudenken. Da werde ich gleich noch kurz drüber. Hör auf, darüber so viel nachzudenken, sondern fang einfach an. Nimm dein Handy und fang an zu wählen. Ja, nimm dein MetaTrader und fang an, auf Buy oder Sell zu drücken. Natürlich mit System, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, deswegen geht einfach in die Action, weil so baust du den Glauben auf. So fängst du an, kleine Gewinne zu stacken. Boom, einen nach dem anderen. Boom, einen nach dem anderen. So, ich habe letztens eine kleine Challenge für mich selber gemacht, ja, einfach um meinen Disziplinsmuskel zu trainieren. So, ich habe mir gesagt, okay, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ich mache 100 Liegestütze. Boom. Und was passiert? Ich mache 10, 15, 20, 40, 50 Tage. Was passiert? Du baust Selbstbewusstsein auf, weil du denkst, ey, ich schaffe das Ganze. Weil du stackst diese kleinen Gewinne. Du prospektest jeden Tag. Du setzt dir das Ziel, ich habe jeden Tag 2 erste Gespräche. Und du machst es. Und was passiert? Du stackst die kleinen Gewinne. Du baust Confidence auf. Diese Confidence, wofür? Sie sorgt dafür, dass du ein anderes Self-Image bekommst. Dass du ein anderes Selbstbild bekommst. Und dieses Selbstbild sorgt wieder dafür, dass du eine andere Confidence bekommst. Und wenn du eine andere Confidence hast, du sprichst auf einmal mit jeder Person über dieses Business. Du hast auf einmal keine Angst mehr zu erwähnen, dass du Trading machst. Du prospektest auf einmal jeden Kellner, jede Kellnerin, jede Person auf der Straße. Du sprichst auf einmal Leute auf der Straße, weil du dich traust, weil du diese Confidence aufgebaut hast. Okay, guys? Deswegen fangt an, in die Action zu gehen. Fangt an, die Versprechen, die ihr euch gebt, selber jeden einzelnen Tag einzuhalten, okay? Sehr wichtig. Ja, das heißt, der erste Punkt, Belief. Arbeitet an eurem Belief. Fangt an, euch selber anzulügen. Ja, indem ihr nicht mit Excuses anlügt, sondern fangt euch an, mit positiven Affirmationen selber anzulügen. So, ich weiß noch damals, ich hatte auf meinem Spiegel stehen, ich bin Chairman 10. Ich habe mich jeden Tag im Spiegel angeschrien, ich bin froh und dankbar, dass ich Chairman 10 bin. Ich bin froh und dankbar, dass ich Six-Figure-Trader bin. Ich bin selbstbewusst. Ich habe es mir jeden Tag in meinem Spiegel, ich habe mir in die Augen geguckt und ich habe es gesagt. So, und irgendwann habe ich es angefangen zu glauben. Ich habe mir gesagt, weil ich war damals die Person, ich habe mich nicht getraut, vor anderen Menschen zu sprechen. Ich habe mir in meinem Kopf gesagt, jeden einzelnen Tag, ich bin ein krasser Speaker. Ich spreche vor vielen Menschen. Und irgendwann, boom, ich habe es einfach gemacht, weil ich mich selber jeden Tag angelogen habe, dass ich ready dafür bin, okay? Deswegen fang an dich zu glauben. Fang an, jeden Tag Personal Development zu machen. Ja, und der Belief bringt aber gar nichts. Beziehungsweise, ich sage immer so schön, ich habe letztens mit Dani drüber geredet. Das Law of Attraction bringt gar nicht ohne das Law of Action. Weil wir waren letztens wieder bei einem Event und da hat jemand wieder, ich weiß nicht mehr, wer es war, auf das Law of Attraction angesprochen. Und ihr seht es auf YouTube, jeder Guru ist dieser Mindset-Guru, Law of Attraction. Und ja, ich glaube auch daran. Aber Bro, wenn du nicht deinen Arsch hochkriegst, bringt dir das gar nichts. Du kannst dich in deinem Zimmer sitzen, den ganzen Tag visualisieren, 100-mal aufschreiben, dass du Six-Figure, Seven-Figure, Chairman 100 oder sonst irgendwas bist, wenn du nicht deinen Arsch hochbekommst und anfängst, was zu machen. Das bringt dir gar nichts. Die Mischung ist das Wichtige. Ja, weil wenn du nur workst, wenn du nur den Grind reinsteckst und gar nicht dich mit diesen Frequenzen beschäftigst, so, dann funktioniert es auch nicht. Aber beides. Ja, beides ist extrem wichtig und deswegen fang an, deine Work-Ethic nach oben zu schrauben. So, weil du musst dir doch einfach mal die Frage stellen, guck mal, so die meisten Menschen gehen diesen normalen Weg, machen eine Ausbildung, viele Leute machen einen Master, studieren 7, 8, 9, 10, 12 Jahre, um Medizin zu studieren, um einen Master zu machen. So, das Kranke ist, die meisten Masterstudenten verdienen nicht mal 5.000 Euro im Monat. So, und du willst mir erzählen, dass du mit, keine Ahnung, einer Stunde aktiver Work-Ethic, dass du 10.000 Euro im Monat verdienen kannst, sei es im Trading oder im Network. So, ich kenne Leute, mein Bruder, er studiert Jura, er reißt sich jeden Tag den Arsch auf, er lernt jeden einzelnen Tag von morgens bis abends. Und dann willst du mir erzählen, mit ein bisschen Work Ethic schaffst du so viel Geld zu verdienen? Wie willst du das machen? Deswegen setz dich mal auf deinen Arsch und fang an dir zu arbeiten. Fang an, den Grind reinzustecken, weil wisst ihr was 99% der Leute in unserem Alter tun? Oder generell 99% der Leute tun? Sie kommen abends nach Hause, nehmen sich eine Packung Chips, setzen sich vor Netflix oder vor League of Legends oder vor Black Ops oder FIFA oder was auch immer und machen sinnlosen Scheiß. Ja, sie gucken 2, 3, 4 Stunden jeden Tag Television, wo jemand anderen ihnen ihre Vision erzählt. Ja, wo jemand anderen tell their vision.
ja, wo jemand anderes eine Vision erzählt. So, aber deswegen so musst du dir selber die Frage stellen, so machst du das, was die anderen Leute tun, machst du das, was die Masse macht, oder machst du die anderen Dinge? Ja, mein Mentor meinte damals immer, observe the masses and do the opposite. Observe the masses and do the opposite. Ja, wenn ich beim Teamtraining bin und sehe, die meisten Leute quatschen nur, unterhalten sich über andere Personen, stellen sich die Frage, ey, wie sieht nochmal das eine Leg von Leander aus, wie das von Finn, wie das von Ilia, wer hat welche Legs? Ich mach das Gegenteil. Ich nehme mein Handy, ich fange an zu prospecten. Ich nehme mein Laptop und ich fange an, Go Live zu schauen. Sondern ich stelle mir die Frage, was macht die Masse und was mache ich? Ja, ich mach genau das Gegenteil, was die Masse macht. Weil die Masse ist safe nicht produktiv. Die Masse ist über irgendwelche Leute am Lästern. Die Masse guckt sich irgendwelche Memes an auf Instagram. Aber die wenigsten Leute, und das sind die 1%, die setzen sich hin und sind nicht distracted. Deswegen bring diese Work Ethic rein. Ja, bring diese Work Ethic ein. Und ein Tipp dafür, fang an, deine Aktivität zu tracken. Track mal, wie viel machst du wirklich? Weil häufig lügen wir uns diesmal falsch selber an, indem wir uns denken, wir machen jeden einzelnen Tag. Weil ich dachte das auch. Ich dachte mir so, hey, Finn, warum kommst du nicht voran? Warum machst du keinen Rank-Up? Warum machst du keine Profits? Und dann habe ich meine Aktivität angefangen zu tracken. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich spreche vielleicht in der Woche mit 3 Personen, mit 3 neuen Personen. Ich gucke viel zu wenig Go Live. Ja, ich hab gemerkt, ich backtiste viel zu wenig. Deswegen fang mal an, deine Aktivität zu tracken. Und wenn du nicht jeden einzelnen Tag mit 2, 3 neuen Menschen sprichst, so dann wirst du zwar irgendwann bestimmt Leute starten, aber es dauert lange, bis du einen Rank machst. Ja, es dauert lange, bis du dein FTMO, dein Trading-Erfolge siehst. Ja, das ist wichtig. Deswegen fang an, das Ganze zu tracken. Halt dich selber mal verantwortlich. Halt dich selber accountable für das, was du jeden einzelnen Tag tust. So, sei ehrgeizig mit dir selber. Und so viele Leute, ich rede selber häufig darüber, ja. Comparison is the thief of joy. Ja, vergleichen ist der Dieb der Freude. Safe. Wenn du dich zu krass vergleichst, safe. Wenn du vielleicht noch nicht so eine starke Persönlichkeit hast, dann mach das nicht. Aber ich nutze manchmal dieses Vergleichen als Antrieb. Als Antrieb, um mich selber aufs nächste Level zu pushen. So, ich kann euch eine Sache sagen. Ich war bei diesem P6-Event. Die P600s wissen es vielleicht. Und Marvin hat uns gefragt, wer hatte von euch die meisten Calls? Und er hat gefragt, wer hatte mehr als 50, wer als 60, mehr als 70? Und ich habe mich die ganze Zeit gemeldet. Aber irgendwann habe ich meine Hand runtergenommen. Er meinte, wer hatte mehr als 115 Calls? Und ich habe meine Hand runtergenommen. Aber Niklas Geisreiter hatte immer noch die Hand oben. Und das hat mich geschickt. Ja, das hat mich geschickt. Ich dachte mir so, beim nächsten Mal, wenn er beim nächsten P6-Event diese Frage stellt, dann werde ich mehr Calls als er haben. Ja, weil ich mich in diesem Fall positiv verglichen habe, um das Ganze als Anzieh zu nehmen. Deswegen vergleich dich doch mal positiv. Hab keine Angst davor, dich positiv zu vergleichen, so mit Leuten, die vielleicht schon an dem Punkt stehen, wo du hin möchtest. Weil früher habe ich mich mit Leuten verglichen, die noch nicht an dem Punkt standen. Ja, beziehungsweise Leute, die, keine Ahnung, mit Leuten, mit denen ich früher gechillt habe, ja, mit Leuten aus meiner Schule, aus meiner Uni, die sowieso broke waren, die jedes Wochenende saufen gegangen sind, so, mit denen habe ich mich verglichen und ich dachte mir so, ey, guck mal, ich bin Platinum 5000, mache mit Trading ein bisschen Geld, ich dachte mir so, ich bin der King, so, wisst ihr, wie ich meine? Aber was bringt mir das, mich mit Leuten zu vergleichen, die einfach vielleicht diesbezüglich, ja, ich will kein Disrespect sagen, aber diesbezüglich vielleicht nicht auf dem gleichen Level sind wie ich, sondern dann habe ich angefangen, mich mit Leuten wie einen Marvin zu vergleichen, mit den Leuten wie einen Leander zu vergleichen, ja, wie mit Ilia zu vergleichen und auf einmal dachte ich mir so, fuck man, ich muss noch so viel an mir arbeiten. Ja, deswegen nutzt doch dieses Vergleichen, solange du nicht in diese Negativspirale kommst, das ist ganz wichtig, weil häufig kommt man irgendwann auch in diese Negativspirale, weil man sich dann selber Vorwürfe macht, das nicht, aber vergleich dich mal positiv. Such dir so eine Competition. Ja, such dir, das klingt scheiße, aber such dir so ein Feindbild. Ja, damit meine ich keinen Hass oder sonst irgendwas, sondern such dir mal so eine Person, wo du dir so denkst, dieser Person zeige ich es. Ja, aber für dich als Antrieb. So. Und wenn ich dir sage, such dir dieses Feindbild, jeder von euch fällt direkt eine Person ein. Ja, bei einigen ist es irgendeine Ex-Freundin oder ein Ex-Freund. Bei einigen ist es vielleicht irgendein Kollege, der damals gesagt hat, oder Freundin, Freund, die damals gesagt hat, das, was du machst, funktioniert sowieso nicht. Aber die Person muss das gar nicht wissen. Such dir das einfach für dich selber, dass du dir einfach in deinem Kopf denkst, dieser Person zeige ich es. Dieser Person zeige ich und das ist dein Antrieb. Und du wirst merken, wie viel Feuer du auf einmal unter Marsch hast und du sagst, ey, ab heute all in, okay? Ab heute packe ich die Gabel in den Steak und treffe die Entscheidung, okay? Extrem, extrem wichtig, okay? Deswegen track deine Aktivität. Du musst dich selber die Frage stellen, bist du ready, den Preis zu bezahlen?
bist du ready, den Preis zu bezahlen? Weil wenn du wirklich dir sagst, hey, guck mal, ich möchte generational wealth aufbauen. Ja, ich möchte meine Eltern in Rente schicken. Ich habe diese großen Ziele. Du musst dir die Frage stellen, bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? Weil mit ein bisschen Chillen jeden einzelnen Tag wirst du es nicht hinbekommen. Ja, wirst du es nicht schaffen, deine Eltern in Rente zu schicken. Wirst du es nicht mal schaffen, dich selber frei zu machen. Ja, sondern du musst die Entscheidung treffen, bereit dafür zu sein, jede freie Minute an diesem Business zu arbeiten. Ich sage euch ehrlich, wenn ich morgens aufstehe, das Erste, woran ich denke, ist dieses Business. Das Letzte, woran ich denke, wenn ich abends schlafen gehe, ist dieses Business. Ist mein Trading-Account, ist mein Backoffice, ja, ist mein Social Media, wie ich aufs nächste Level komme. Und ich weiß ganz genau, dass es bei einem Ali, dass es bei einem Olli, bei einem Yassin, bei einer Vanessa, bei einem Zacker, bei einem Leander, bei einer Sophie, bei diesen Leuten ist es ganz genauso. Ja, und deswegen stehen sie an diesem Punkt. Und deswegen musst du dir selber die Frage stellen, was ist dein Ziel? Wenn du sagst, hey, ich möchte nebenbei ein bisschen Geld verdienen, dann ist natürlich was anderes. Aber ich weiß, auf diesem Call sind viele Macher am Start. Auf diesem Call sind viele Leute, die aufs nächste Level wollen, die diese großen Ziele haben, die groß denken. Aber wenn du groß denkst und eine kleine Work-Ethic hast, bringt dir das große Denken gar nichts. Sondern wenn du groß denkst, fang an, deine Work-Ethic an dein Denken anzupassen. Weil groß reden kann jeder. Ich bin immer Freund davon, von Under-Promise and Over-Deliver. Under-Promise and Over-Deliver. Aber die meisten Leute sind Over-Promise und Under-Deliver. Ja, die meisten Leute sind andersrum. Die meisten Leute sagen, ey, komm mal, wir klatschen heute den Rank rein. Wir klatschen morgen FTMO rein. Und dann sehe ich diese Leute am gleichen Tag, wo sie es mir noch gesagt haben, den ganzen Tag auf TikTok chillen. Den ganzen Tag auf YouTube Short chillen. Ja, den ganzen Tag nur über irgendwelche Menschen sprechen. Ja, aber dann, das matcht nicht mit deinen Worten, sondern Matt Rosa sagt es, oder Migos sagt es immer so schön, walk it like you talk it. Ja, walk it like you talk it. Ja, das, was du sagst, zieh das Ganze auch durch. Halt dich an die Sachen, die du dir sagst. Ja, weil nur so haben langfristig Leute den Respekt vor dir. Wenn du die Person bist, die immer sagt, hey, ich mach das, ich mach das, ich mach das, aber dann machst du es nicht, die Leute werden den Respekt vor dir verlieren. Vor allen Dingen, wenn du ein Leader bist. Ja, vor allen Dingen, wenn du ein Leader bist, werden die Leute vor dir den Respekt verlieren, okay? Deswegen halt dich an die Sachen, die du jeden einzelnen Tag sagst. Und deswegen frag dich, bist du ready, den Preis zu zahlen? Bist du ready dafür? Ja, und weil du wirst früher oder später sowieso den Preis bezahlen. Ja, entweder du bezahlst jetzt, kannst später spielen, oder du spielst jetzt und musst später bezahlen. Und ich dachte mir, ich reiß mir 2, 3, 4, 5 Jahre den Arsch auf, um dann mein gesamtes Leben so zu leben, wie ich Bock habe. Ja, ich verzichte 2, 3, 4, 5 Jahre auf diese Dinge, um dann nie wieder verzichten zu müssen. Weil ganz ehrlich, so, mir ist es lieber, jetzt zu verzichten, jedes Wochenende mich in irgendeinem Billo-Club zu besaufen, ja, mich mit irgendwelchen Menschen zu umgeben, die sowieso nur toxisch sind, sondern ich reiß mir jetzt den Arsch auf, verbringe Zeit mit Leuten wie diesen auf diesem Teamcall hier, verbringe Zeit mit Leuten wie auf den Conventions, Leute, die auch groß denken, Ziele haben. Das ist nicht mal Verzicht, wenn ich da mal drüber nachdenke. Aber reiß mir jetzt den Arsch auf, um dann in 5, 6, 7 Jahren, wenn ich irgendwann Kinder habe, ja, mit diesen Leuten wirklich Zeit zu verbringen. Meine Kinder nicht nur am Wochenende zu sehen, wenn sie, keine Ahnung, beim Reiten oder beim Fußballspielen sind, sondern jeden einzelnen Tag, wenn ich Bock drauf habe. Jeden einzelnen Tag, wenn ich Bock drauf habe, mit meinen Kindern, mit meiner Familie, mit meiner Frau irgendwo hinzufahren, wo ich gerade Bock drauf habe. Das Leben wirklich zu leben, weil ich glaube, wir haben noch gar nicht richtig verstanden, was es bedeutet, richtig Freiheit zu haben. Ja, ich glaube, wenn du krasse Trading Results hast, ja, und Six Figures, keine Ahnung, im Monat verdienst durch Trading, Chairman 25, 50, 100 gehst, so dann verstehst du langsam, was es bedeutet, morgens aufzustehen und keine Sorgen mehr zu haben. Ja, weil klar, die zeitliche und geografische Freiheit ist das eine, aber dieser Peace of Mind ist das andere, was diese Leute haben, weil sie sich keine Gedanken mehr darüber machen müssen, ob sie die Rechnung im nächsten Monat bezahlen können, ob sie die Wohnungsmiete, die Versicherungsrechnung, keine Ahnung, das zu bezahlen müssen, weil sie diesen Peace of Mind haben. Und deswegen fang an, dich da rein zu visualisieren. Fang an, das Ganze zu checken, was du machen kannst, wenn du diese Freiheit wirklich erreicht hast. Und deswegen reißt dir jetzt den Arsch auf. Sei jetzt bereit zu verzichten. Sei jetzt ready dafür, den Preis zu bezahlen, um später zu spielen. Okay? Deswegen frag dich selber, bist du bereit dafür, den Preis zu bezahlen? Und die meisten Leute, oder die Frage, die du dir auch zusätzlich noch stellen musst, so, weil so viele Leute sagen immer, ja, ich mach doch Film, ich gebe doch Gas, ich mach doch die Dinge, die du sagst, aber ich komme nicht voran. Und dann musst du dir die Frage stellen, bist du aktiv oder bist du produktiv? Weil die meisten Menschen sind aktiv und nicht produktiv. Aber aktiv bedeutet, dass du, weil wenn du 5 Stunden am Tag Zeit hast, um an diesem Business zu arbeiten,
Aber 5 Stunden damit verschwendest, 5 Stunden ein Buch zu lesen, 5 Stunden irgendwelche Go-Live-Sessions zu schauen, die dich nicht voranbringen, 5 Stunden lang irgendwelche, 5 Stunden Go-Lives zu schauen, aber kein Trade dabei zu setzen, so meine ich das. Ja, 5 Stunden lang irgendwelche Connection-Calls machst, brauchst du dich nicht wundern, wenn du nicht vorankommst. Sondern 1 Stunde vielleicht nutzt die Zeit, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Aber die restliche Zeit, um dich zu connecten, um dich mit Leuten zu connecten, die judgen, wo du bist, aber die restliche Zeit, sei produktiv. Produktiv sind Sachen, eine Go-Live-Session, wo du einen Trade setzt, wo du Geld verdienen kannst. Eine Go-Live-Session, ein Call, wo du am Ende des Tages einen Deal closen kannst. Sei es ein First Call, ein Follow-Up, eine Präsentation. Ja, die produktiven Sachen sind alles Dinge, wo du am Ende des Tages mit Geld verdienen kannst. Ja, und deswegen frag dich, bist du produktiv oder aktiv? Weil, guck mal, wenn du nur Go-Live-Session schaust, aber keinen einzigen Trade placed oder nur, außer du bist jetzt am Anfang, aber du bist seit 5 Monaten dabei und du bist immer noch auf dem Demokonto, dann bist du nicht produktiv. Okay, dann bist du nicht produktiv, dann bist du aktiv. Deswegen fang an, produktiver zu werden. Schau deinen Kalender an. Backtracke doch mal deinen Success. Ja, schau deinen Kalender an. Was hast du die letzten 2 Wochen gemacht? Und wenn da nur aktive Sachen drinstehst, du hast am Tag 7 Stunden gelesen, 5 Stunden Mentorship-Calls geschaut, 85 Stunden Go-Live-Sessions geschaut, aber nichts umgesetzt, was da drin stand, so dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du nicht deine Erfolge erzielst, okay? Deswegen fang an, mehr auf der produktiven Seite zu sein. Ja, fang an. Klar, das Aktive ist wichtig, um langfristig dein Einkommen zu steigern. Wenn du keine Ahnung hast von deiner Strategie, dann bringt dir das auch nichts. Wenn du dich nicht personal developst, dann kannst du mit den Misserfolgen, die du erleben wirst, nicht umgehen. Ja, aber deswegen der 80-20, 80% produktiv, 20% aktiv. Das meinte Matt Rosa, okay? Und ich glaube, der größte Punkt, warum die meisten Leute nicht ins Machen kommen, liegt einfach, weil sie zu krass prokrastinieren, weil sie dieses Aufschieberitis haben. Ja, weil sie dieses Aufschieberitis haben, weil sie immer jeden einzelnen Tag prokrastinieren. Und ein großer Punkt von Prokrastination ist, das glaube ich persönlich, dass die meisten Leute Angst haben vor Fehlern. Ja, dass die meisten Leute Angst haben, Fehler zu machen. Und ich kenne es von mir selber. Wie oft habe ich keine Story hochgeladen, weil ich mir dachte, ist nicht gut. Ich könnte einen Fehler machen. Wie oft habe ich einen Trade nicht gesetzt, der eigentlich sexy war, weil ich mir dachte, der könnte Stop-Loss gehen. Ihr kennt es alle, oder? So, du siehst diesen Trade und er sieht sexy aus, Mann. Alles passt. Ja, die ganzen Confirmations passen, Risikomanagement perfekt ausgerechnet, der Trend ist in der richtigen Richtung. Und du denkst dir so, ich muss eigentlich nur auf Buy drücken. Aber du machst es nicht, weil du hast Angst, einen Fehler zu machen. Und dann, du machst es nicht, sondern gehst irgendeinen anderen Trade ein, guckst dir 2 Stunden später diesen Trade an und denkst, fuck man, 1:8 hat CAV direkt durchgerusht. Kennt ihr das? Weil du hast Angst, diesen Fehler zu machen. Aber guck mal, das für die Trader. Es ist ein viel größerer Fehler. Also es ist genauso ein Trading-Fehler, wenn du einen Trade siehst, der genau dein System passt, du ihn aber nicht eingehst. Es ist genauso ein Trading-Fehler wie ein Trade, der nicht nach seinem System passt, wie wenn du ihn eingehst, wenn deine Confirmations nicht passen. Deswegen geh den Trade ein, wenn du genau da passt. Weil ich hatte letztens einen Call mit einem Teampartner und er meinte so, ey, ich finde meine Analysen sind immer so perfekt und ey, irgendwie, ich bin so ein krasser Analyst und alles läuft perfekt, aber dann habe ich gesagt, Bro, mir ist egal, wie deine Analysen sind, wie sieht dein Metatrader aus? Da sind keine Zahlen. Warum nicht? Ja, ich setze die Trades nicht. So, Bro, da kannst du kein Geld verdienen. Ja, deswegen setzt die Trades, wenn ihr euch sicher seid, wenn alles passt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ein SL. Beim nächsten Trade ist er wieder drin. Ja, deswegen hab keine Angst davor, Fehler zu machen, weil am Ende des Tages ist es viel besser, es ist viel dümmer, fehlerhaft zu zögern, ja, anstatt perfekt zu zögern, okay? Aber es macht keinen Sinn, wegen Fehlern nicht zu starten, so, weil du musst ja nicht großartig sein, du musst nicht großartig sein, um zu starten, sondern du musst starten, um großartig zu werden. Ja, weil, vielleicht kennt ihr die Story, die habe ich von Bodo Schäfer, und zwar, er meinte, er hat es einem CEO von, oder das ist so eine Story von so einem CEO von IBM, großer IT-Konzern aus Amerika, und der CEO von IBM hat einem Mitarbeiter eine Aufgabe übertragen und diese Aufgabe ist ihm komplett missglückt und dieser Typ, dieser Mitarbeiter hat dieses Missgeschick hat dafür gesorgt, dass der CEO oder das IBM
10 Millionen Dollar zahlen musste, weil sie so einen großen Fehler gemacht haben. So, und dann ist der Mitarbeiter zu damals 10 Millionen, das war vor 50 Jahren oder so, diese Story, wäre bestimmt jetzt 50 Millionen oder sowas. Und der Typ ist dann zum CEO gegangen und dachte sich so, fuck man, scheiße, du wirst mich jetzt, oder sie werden mich jetzt bestimmt feuern, so ist alles schlecht gelaufen, Entschuldigung und so weiter. Und er so, sind sie bescheuert, als ob ich sie jetzt feuern würde, wenn ich gerade 50 Millionen Dollar in ihre Weiterbildung investiert habe. Und ich dachte mir so, krass, das ist eine ganz andere Perspektive, oder? Das ist eine ganz, ganz andere Perspektive. Weil das Geile ist doch an Fehlern, ich lerne daraus. Ja, natürlich sollst du einen Fehler nicht zweimal, nicht dreimal, nicht viermal machen. Das ist dumm, logisch. Aber jedes Mal, wenn du einen Fehler gemacht hast, du wirst ihn doch, wenn du dich reflektierst, nicht wieder machen. Deswegen sei doch froh über Fehler. Weil wenn wir das Wort Fehler einfach mal anders aufschlüsseln, steht da Helfer. Das heißt, du lernst ja nur durch Fehler. Und das ist, denke ich, ein großes Problem, was ich an dem Schulsystem finde. Du wirst für Fehler bestraft. Aber im Business musst du Fehler machen. Wie viele Fehler ich gemacht habe. Wie viele Fehler Ali gemacht hat. Wie viele Fehler Olli. Wie viele Fehler Sophie gemacht hat. Wie viele Fehler Leander gemacht hat. Aber diese ganzen Fehler haben dafür gesorgt, dass Leander jetzt kurz vor Chairman Tennis, weil er aus diesen ganzen Fehlern gelernt hat und daraus gelernt hat. Okay? Deswegen, guck mal, du musst entweder einen Preis dafür zahlen, dass du gar nicht erst anfängst, oder einen Preis dafür zahlen, dass du einen Fehler machst. Ich zahle lieber dafür den Preis, dass ich einen Fehler mache, anstatt gar nicht erst anzufangen. Also ich zahle lieber den Preis dafür, dass ich ein Business starte und komplett verkacke, oder anstatt den Preis zu zahlen, dass ich dieses Business erst gar nicht starte, aber in 10 Jahren meinen besten Freund sehe, wie er komplett das Leben lebt, was ich mir schon immer erträumt habe. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen sei doch ready dafür, Fehler zu machen. So, sei doch ready dafür, Fehler zu machen. So ist doch nicht schlimm, weil jeder Mensch macht Fehler und du lernst darauf und wirst viel, 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 viel stärker. Ja, und das ist der erste Punkt, warum ich denke, dass die meisten Leute zu krass prokrastinieren, weil sie Angst haben vor Fehlern. Der zweite Punkt ist, weil sie nicht gelernt haben, Nein zu sagen. Ja, weil sie nicht gelernt haben, Nein zu sagen. Das heißt, du musst Nein sagen, du musst lernen, Nein zu sagen. Das heißt, wenn du dir jetzt das Ziel setzt, ich will jetzt mein P6, mein P1, mein P2, mein P5, mein Chairman 10 einfach mal reinhauen. Ich will mein FTMO mal reinhauen. Und es ist Freitagabend und du hast dir eigentlich vorgenommen, die ganze Woche durchzuziehen, jeden Abend 2, 3 Go-Lives zu schauen, ja, 2, 3 Mentorship-Calls zu schauen, jeden Abend zu prospecten, 10, 15 Calls am Tag zu haben, also jede freie Minute zu nutzen. Und dann ist auf einmal Freitagabend und dein bester Freund ruft dich an, hey Bro, lass mal Shisha rauchen gehen. Und du sagst, ja Mann, let's go, lass Shisha rauchen gehen. Eigentlich hast du gar keinen Bock, weil du dir in deinem Kopf denkst, eigentlich wollte ich den, aber du traust dich nicht, Nein zu sagen. Aber du musst dir wissen, jedes Mal, wenn du zu einer Sache Ja sagst, musst du wissen, du sagst zu einer anderen Sache Nein. Wenn du Ja sagst dazu, am Wochenende in die Shisha-Bar zu gehen, dann sagst du Nein dazu, dass du deine Mom früher in Rente schicken kannst. Das ist alles eine Perspektive. Wenn du Nein zu einem anderen Business sagst, sagst du Nein zu deinem jetzigen Business. Ja, wenn du Ja dazu sagst, über andere Leute schlecht zu reden, dann sagst du Nein dazu, dass es dir egal ist, was andere Leute von dir denken, weil unterbewusst, wenn du schlecht über andere Leute redest, was passiert? Unterbewusst denkst du automatisch, dass die Menschen das über dich tun. Das heißt, lerne Nein zu sagen. Lerne Nein zu sagen. Wenn du ein Ziel hast, du kannst auch noch in 2 Wochen mit der Person Shisha rauchen gehen. Die Shisha-Bar wird sich wahrscheinlich nicht verändern. Ja? Der Club wird sich wahrscheinlich nicht verändern. Das Einzige, was sich vielleicht verändern wird, ist vielleicht doch der Club, aber dass du in einem viel krasseren Club irgendwann feiern gehen kannst. Ja, dass du einfach lernst, Nein zu sagen, weil jedes Mal, wenn du verzichtest, ist es ein Punkt, den du auf dein Beliefsystem packst. Weil du würdest ja nicht verzichten, wenn du nicht daran glauben würdest, dass du schaffen würdest, oder? Deswegen lerne, Nein zu sagen. Dieser Verzicht sorgt jedes Mal dafür, dass dein Belief-Level immer weiter wächst. Immer weiter wächst. Weil du würdest ja nicht deinem besten Freund, deiner Freundin, wenn sie dich jeden Abend fragt, deinen Freund, wenn er dich jeden Abend fragt, ob ihr Netflix gucken wollt und du jeden Abend Ja sagst, obwohl du ihm im Kopf eigentlich denkst, ey, eigentlich will ich lieber Go Live schauen. Und wenn du immer Ja sagst, dein Belief geht immer weiter runter, weil du dir denkst, ah, ich mache sowieso nichts, wie kann ich, du kannst gar nicht von dir erwarten, dass du erfolgreich wirst. Aber wenn du jedes Mal, wenn du verzichtest, denkst du dir automatisch unterbewusst, eigentlich ziehe ich ja durch, das heißt, ich habe es ja verdient, eigentlich erfolgreich zu werden. Ja, das heißt, dieser Verzicht boostet unfassbar dein Beliefsystem. Das heißt, sei ready, Nein zu sagen. So ist klar, wirst du am Anfang, deine besten Kollegen werden sich so denken, deine besten Freundinnen, Freunde werden sich so denken, warum kommt der nicht mehr raus, warum kommst du nicht mehr raus? Jeder hatte das von uns.
Jeder hatte das von uns. Jeden Tag habe ich einen Anruf bekommen, hey Bro, lass einen Kasten killen, lass einen Shisha rauchen gehen, keine Ahnung, Mann. Und ich habe irgendwann einfach gesagt, hey, sorry, Bronx, ich habe eine andere Mission aktuell. Mein Ziel ist gerade viel größer, einfach nur am Wochenende in den Kasten zu killen. Mein Ziel ist viel größer, ich will einen Impact schaffen. Ich will von Millionen von Menschen impacten. Ich will meiner Familie was zurückgeben. Und deswegen muss ich aktuell vielleicht mal für 2-3 Jahre Nein sagen. Und das Krasse ist, die Menschen, die damals dann irgendwann mich nicht mehr gefragt haben, weil ich immer Nein gesagt habe, die machen immer noch jedes Wochenende das Gleiche. Okay? Deswegen lernen, Nein zu sagen. Und der dritte Punkt ist, da habe ich auch gerade schon drüber geredet, das Umfeld. Ja, dein Umfeld. Das ist mit der stärkste Punkt, der dich auch davon abhält, ob du prokrastinierst oder nicht. Deswegen frag dich selber, mit welchen Menschen verbringst du die meiste Zeit? Und die meisten Menschen unterschätzen das. Die meisten Menschen unterschätzen das. Ich hab's bis P600, bis ich P1, P6 oder P1 war, habe ich das Ganze unterschätzt. Ich war trotzdem die Person, die ab und zu nochmal rausgegangen ist mit Leuten, die nicht dastehen, wo ich hin wollte. Und die ganze Zeit mit denen feiern gewesen ist und so weiter. Und ich habe so krass gemerkt, jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, mein Trading und mein Backoffice ist nach unten gegangen. Wenn ich dann aber zu Marvin, zu Leander und so weiter gefahren bin, wenn ich mit diesen Leuten Zeit verbracht habe, was passiert? Mein Backoffice ist hochgegangen. Meine Zahlen sind hochgegangen. Das heißt, achte mal wirklich darauf, mit welchen Menschen verbringst du die Zeit, meiste Zeit. Und wenn du jetzt seit 6 Monaten in diesem Business bist, ja, seit 5, 6, 7 Monaten in diesem Business bist und noch keine Resultate hast, schau mal bei WhatsApp, was steht bei dir häufig kontaktiert? Mit welchen Menschen hast du die meiste Zeit telefoniert? Ja, mit welchen Menschen hast du dich die meiste Zeit getroffen? Geh mal deine Story-Archiv durch. Mit welchen Menschen hast du dich die meiste Zeit getroffen? Bei Snapchat vielleicht, gibt es ja auch, glaube ich, diese Erinnerungen oder sowas. Mit welchen Menschen verbringst du die meiste Zeit? Und wenn das nicht Leute sind, die auf dem Level stehen, wo du hin möchtest, oder Leute sind, die den gleichen Weg gehen wie du brauchst dich nicht wundern, wenn du keine Results hast. Okay, deswegen achte darauf, wer ist in deinem Umfeld, weil dein Umfeld ist wie ein Fahrstuhl. Es wird dich entweder nach oben ziehen oder nach unten ziehen, aber es ist viel einfacher, dich nach unten zu ziehen, als dich nach oben zu ziehen. Okay, weil es ist das Gleiche, also es spielt keine Rolle, auf was für einem Level du bist. So, ich hatte Leute, meine persönliche Upline damals, er war P1K. Er wäre P1000, wo man sich jetzt eigentlich so denken würde, ey, wenn ich mir jetzt die P1s aus meiner Organisation anschaue, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das passiert, aber er war in diesem Umfeld und was ist passiert? Boom, er ist gequittet. Sein ganzes Team ist irgendwann zusammengebrochen. Sein Meta-Trader hat nicht mehr funktioniert, gefühlt, ja. Ja, und dementsprechend so, dein Umfeld ist unfassbar wichtig. Mit wem verbringst du die meiste Zeit? Achte jeden einzelnen Tag drauf. Bist du, weil das meinte Richard einmal, du musst dir das vorstellen mit dem Umfeld, ist so, ja, du musst dir vorstellen, du bist wie ein Schiff. Dieses Schiff ist im Hafen. Der Hafen ist dein altes Umfeld. So, was passiert jetzt? Du steigst ein, oder du bist dieses Schiff, du fährst los aufs weite Meer. Du fährst und du hast langfristig das Ziel, keine Ahnung, zeitlich, geografisch, finanziell frei zu werden. Aber du fährst und du siehst kein Land in Sicht auf der anderen Seite. Was passiert irgendwann? Wir kennen es alle, diese negativen Gedanken kicken rein. Was ist, wenn das Ganze nicht funktioniert? Was ist, wenn Chris Terry doch wirklich ein Scammer ist? Ja, was ist, wenn auf einmal, dein Trading nicht funktioniert oder sonst irgendwas? Was passiert? Du drehst wieder um. Wir kennen es alle. Du drehst wieder um, du fährst wieder zurück in den sicheren Hafen. Du fährst wieder zurück in den sicheren Hafen, also zu deinem alten Umfeld. So, und jetzt, was passiert aber, wenn du in diesem Hafen bist? Dein Schiff kratzt an dieser Kaimauer. Ja, dein Schiff kratzt an dieser Kaimauer. Und du denkst dir aber irgendwann so, irgendwie, ich habe doch Bock, meine Ziele zu erreichen. Ich habe keinen Bock, über negative Lachen die ganze Zeit zu reden. Das heißt, du entscheidest dich hier, ich gebe es noch einen Try. Du fährst wieder los. Du fährst weiter. Und diesmal, du fährst ein Stück weiter. Du siehst vielleicht schon das Land in Sicht. Aber auf einmal kicken wieder diese negativen Gedanken. Deine Eltern sagen ja, such dir doch eine richtige Ausbildung, mach doch was Vernünftiges. Ja, Online-Geld verdienen funktioniert nicht. Und du denkst dir, ah, vielleicht, was ist, wenn die recht haben, Mann? Du drehst wieder um. Du fährst wieder zurück in den Hafen. Du gehst wieder zurück ins alte Umfeld. Und jetzt ist der Punkt. Es kratzt wieder an dieser Kaimauer. Dein Schiff, dein Bug von diesem Schiff kratzt schon wieder an der Kaimauer. Und es ist noch eine ganz, ganz dünne Schicht, Metallschicht an diesem Schiff. Und du entscheidest dich aber wieder, ich will aber trotzdem meine Ziele zu erreichen. Mit diesem klassischen 9-to-5 werde ich niemals diesen Lifestyle führen können. Das heißt, du fährst wieder los. Du fährst wieder raus. Und du bist kurz vor deinem Ziel und auf einmal kicken wieder diese negativen Gedanken. Und du denkst dir, ach man, ich weiß nicht, langfristig, wie mache ich das? Was ist, wenn IM doch down geht? Was ist, wenn irgendwer quittet, wenn ich es doch nicht schaffe? Und der Punkt ist jetzt, wenn du jetzt wieder umdrehst,
dein Schiff wird kaputt gehen, du wirst sinken, du wirst nie wieder rausfahren. Deswegen, du musst darauf achten, mit wem verbringst du die meiste Zeit. Wenn du jetzt wieder zurück zu deinem Umfeld gehst, du wirst nie wieder anfangen, an dir zu arbeiten. Okay, und deswegen fang an. Richard meinte damals, er meinte das. Du kannst erst anfangen, zurück zu diesem negativen Umfeld zu gehen, wenn dein Panzer von diesem Schiff so fett ist, dass nichts und niemand mehr ihn aufhalten kann. Und das ist ein langer Weg. Das ist ein langer Weg. Dafür musst du anfangen, dich krass personally zu developen. Dafür musst du krasse Results haben. Okay, und deswegen fang an, da auf dein Umfeld jeden einzelnen Tag zu achten. Lern Nein zu sagen, fang an, auf dein Umfeld zu achten. Und der letzte Punkt ist, fang an zu planen. Weil die Leute, die diesen schnellen Erfolg haben, ein Chris Real, ey, der Typ plant geisteskrank, Mann. Der Typ ist so krank im Plan, so, ich weiß gar nicht, wie man so krank sein kann. Er könnte ein Seminar darüber halten. Ja, und deswegen ist er aber so schnell. Ja, ein Ilya, so krass im Plan. Hussein Jaber hat jetzt schon ein Incentive geplant für die Convention, die nach Zagreb kommt. Ja, das heißt, diese Leute sind so krass im Plan. Deswegen fang an zu planen, weil wenn du genau weißt, was du tun sollst, ja, wenn du eine Checklist hast, was du jeden einzelnen Tag abarbeiten kannst, so dann kommst du in diesen Flow rein, dann machst du einfach, dann machst du jeden einzelnen Tag, weil du genau weißt, was du zu tun hast. Das heißt, schau dir, wo willst du in einem Jahr stehen? Dann bricht das runter. Wo in 6 Monaten, wo in 3 Monaten, wo in 1 Monat, wo in 2 Wochen, wo in 1 Woche und wo in einem Tag? Und dann weißt du ganz genau, was sind deine Ziele für den nächsten Tag? Ja, mein Ziel ist es, jeden Tag mit 2 neuen Menschen zu sprechen, jeden Tag eine Go-Live zu schauen, jeden Tag so und so viele Leute zu prospecten, sehe und sag so und so viele TikToks und Instagram Reels und so weiter zu posten. Und dann machst du es einfach, weil du diese Checkliste hast, okay? Deswegen fang an zu planen. Ja, und eine Sache, die ich euch auch empfehlen kann, so, wenn ihr eine Person seht, die Ergebnisse hat, für die ihr haben wollt, fragt diese Person erstens nach Rat, guckt diese Person und dann lernt die Basics. Dann lernt die Basics. Und ich finde, das kann man so krass auf Trading anwenden. Schaut eine Person, die Ergebnisse haben, ein Educator, kopiert diese Person auf Go Live, ja, indem ihr die Setups gleich einzeichnet und dann lernt die Basics. Dann lernt die Basics. Weil so viele Leute sind nicht ready dafür, die Basics zu lernen. Haben nicht mal die Basic-Sessions von Cedric geschaut. Haben nicht mal die Academy geschaut. Haben nicht mal das Video, wo sie die Basics lernen, aus ihrer Strategie vernünftig geschaut. 2, 3, 4, 5 Mal. Ja, die meisten Leute wollen P5000 gehen, aber können nicht mal die Basics, können nicht mal einladen, können nicht mal edifying, können nicht mal das Follow-up. So, wenn du die Basics nicht kannst, dann stimmt das Fundament nicht. Deswegen geh zu dieser Person, frag sie nach Rat, kopier sie und dann lern die Basics, dass du es alleine kannst, okay? Und weil du brauchst diesen Energy Change. Ja, du brauchst diesen Energy Change. Am Ende des Tages, so, es muss nur einmal Klick machen. Du musst einmal diese Attitude haben und auf einmal funktionierst. So, du machst die gleichen Dinge, die du die letzten 3 Monate gemacht hast, nur mit einer anderen Energy und auf einmal funktionierst. Ja, du prospektest, ihr kennt es. Du prospektest und keiner startet. So, und du machst, auf einmal kommt diese Energy Change. Du bist auf jeden Fall ready, du hast auf einmal die Attitude, du hast auf einmal diesen Hunger und auf einmal prospektest du wie genauso vor und auf einmal funktionierst. Auf einmal ziehst du Nummern. Ja, auf einmal schreiben Leute zurück, auf einmal hast du Einschreibungen. Ja, deswegen brauchst du diesen Energy Change, weil du erlebst nicht das Leben, sondern du erlebst das Leben, worauf du dich fokussierst. Ja, worauf du dich fokussierst. Weil what you focus on grows. Überall darauf, wo du dich fokussierst, das wächst. Wenn du dich auf das Negative fokussierst, wenn du dich auf das Problem fokussierst, wächst das Problem. Wenn du dich aber auf Wachstum fokussierst, wirst du wachsen. Wenn du dich darauf fokussierst, deinen MetaTrader zum Wachsen zu bringen, ja, beziehungsweise die Account Balance auf dem MetaTrader, ja, wenn du dich auf dein Backoffice fokussierst, dass es wächst, dann wird es wachsen, weil du da die Energy drauf gibst. Ja, where focus goes, energy flows. Deswegen achte darauf, worauf fokussierst du dich? Und Guys, ich kenne es selber von mir, zu häufig hat man einfach diesen Fokus auf dem Negativen. Ja, nicht auf der Fülle, sondern auf dem Mangel. Zu häufig haben wir den Fokus auf den Mangel. Aber wenn du anfängst zu geben, ja, wenn du anfängst zu geben, verändert sich dein Fokus auf die Fülle, weil du weißt, es ist genug da. Ja, wenn du anfängst, mehr Zeit zu geben, ja, mehr Energie zu geben, mehr Geld zu spenden, mehr Geld zu geben an andere Leute, dann hast du auf einmal diese Fülle und du fokussierst dich auf die Fülle, weil du unterbewusst dir denkst, es gibt genug. Und deswegen, Guys, kann ich einfach nur empfehlen, fangt an, euch zu arbeiten. 2023 ist 25% rum. Das erste Quartal ist rum. Und ich weiß ganz genau, dass wir die große Vision haben, dass 1000 Menschen aus BYOB in Zagreb am Start sind. 1000 Menschen und Hunderte und 100 Leute davon auf der Bühne stehen. 100 Leute vor 20.000 Menschen. Aber du musst jetzt die Entscheidung treffen.
Und ich weiß, wie viele Leute in Zagreb am Start gewesen sind, in Rotterdam am Start gewesen sind und mir persönlich gesagt haben, mir danach nochmal geschrieben haben, ey, Finn, ich habe so Bock, in Zagreb stehe ich auf der Bühne. Und einige davon haben genau das gemacht, was ich am Anfang gesagt habe. 2-3 Nines kassiert. Ah, ich fokussiere mich jetzt nur noch auf Trading. Ich fokussiere mich jetzt nur noch auf E-Commerce. Ich fokussiere mich jetzt auf gar nichts mehr. Ich quitte jetzt. Leute, scheiß doch einfach mal auf diese kleinen Rückschläge. Die gehören dazu. Jeder von hat diese Rückschläge. Du musst ready sein dafür. Du musst diese taffe Haut bekommen, diese dicke Haut, dass es dir egal ist. Und dann wirst du schaffen, zu 100%. Deswegen fang an, dich zu glauben. Achte darauf, wie redest du mit dir selber? Und dann werden wir mit 1000 Menschen nach Zagreb gehen und hunderte Leute auf der Bühne sein. Deswegen, Leander, ich danke dir. Let's go. Tschüss! Crazy, crazy, crazy. Leute, was ein Part, vor allem was ein Abschluss jetzt auch. Absolut wild. Ich habe unglaublich viel wieder mitschreiben können, unglaublich viel wieder Neues lernen können. Reminder aber auch gehabt, okay, sowas ist auch immer wichtig, Leute, wieder Reminder zu bekommen für gewisse Themen, für gewisse Punkte, ja, um die im Endeffekt endlich in die Umsetzung zu bringen, ja, um da jetzt endlich in die Umsetzung zu bringen. Deswegen lass diesen Mentorship-Call nicht einfach nur einen coolen Call sein, ja, wo du coole Informationen bekommen hast, wonach du hype warst oder sonst was, sondern geh deine Notizen durch und mach deinen Actionplan. Ja, wie Phil schon gesagt hat, plan your work. Step Nummer 1 und Step Nummer 2, work your plan. Ja, geh in die Umsetzung, mach was draus. Okay, 1000 Leute, die auf der Bühne stehen, 1000 Leute, die wir mit nach Zagreb nehmen, 100 Leute, die auf der Bühne stehen, das ist auf jeden Fall die Vision und ich weiß zu 100%, dass wir das hinbekommen. Aber die Frage ist, erstens, bist du einer davon, der überhaupt mitkommt? Zweitens, bist du einer davon, der auf der Bühne steht? Aber das kann ich dir nicht beantworten, das kann Finn dir nicht beantworten und auch sonst niemand, außer du selber. Nur du selber kannst dir das beantworten. Mit deiner Entscheidung und dem Glaube, dass du es packst. Die zwei Dinge sind die wichtigsten Dinge, die du erstmal brauchst. Danach schmiedest du den Plan und danach heißt es go for it. Ja, es ist du gegen dich jeden einzelnen Tag. Crazy, crazy. Erstmal danke, danke, danke nochmal für den Part. Mach gerne nochmal Welle rein in den Chat für wirklich Finns Part, für das, was er vorbereitet hat, für die Storys, die er auch gegeben hat. Ich fand die Story auch mega, mega nice mit dem Boot. Ich hoffe, da hat es auch bei einigen Leuten Klick gemacht. Und jetzt, sobald ich das Recording gestoppt habe, werde ich noch eine Sache announcen.